Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wer sich eventuell wundert, warum die Landschaft um mich herum jetzt, wie ich denke, etwas detailgetreuter aussieht, ja, der darf mir zum einen eins drüber hauen, weil ich nicht drauf geachtet habe, beziehungsweise es einfach nicht gemerkt habe, dass mein PC sich von selbst wieder umgestellt hat. Also beziehungsweise nicht mein PC, sondern dieses Spiel. Jedes Spiel, was ich auf 2K-Einstellung eingestellt habe, ist auch in der 2K-Einstellung geblieben. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es ja, so gewollt ist. Ich hoffe mal nicht von den Machern von Cyberpunk. Aber jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele und ich habe es über Steam gekauft, muss ich dazu sagen, wurde dann leider mit GOG gekoppelt, was ich absolut hasse, weil GOG kann ich persönlich nicht leiden, weil ich einfach nicht weiß, ja, wie lange die überhaupt noch existieren. Und ganz ehrlich, ich bin schon jahrelang Steam-Kunde, dann bleibe ich natürlich auch bei Steam. Was ich nicht wusste, dass das Spiel mit GOG gekoppelt wird. Und seitdem habe ich immense Probleme, dass ich meine Einstellungen immer wieder zurückstellen. Ich habe anscheinend auch die letzte Folge, oder es waren dann die letzten zwei, seitdem ich mich eingeloggt hatte wieder, habe ich anscheinend mit normalen HD aufgenommen und gar nicht mit 2K-Auflösung. Dazu kommt dann noch hinzu, ich sag das mal alles, wenn ich hier rumlaufe. Dazu kommt dann noch hinzu, dass ich ein Treiber-Update noch gemacht habe, von dem ich jetzt erfahren habe. Hoffe, dass das auch nochmal ja, sich positiv auf die Umgebung hier auswirkt. Guck mich mal an. Ich möchte dich mal so von nahem sehen. Na, das ist leider sehr verwischt, wenn die Leute vorbeigehen. Das finde ich auch ja, ziemlich doof. Also da kennt man ja genug Spiele, wo es eben anders ist, wo es besser ist. Aber alleine durch das Durchlaufen hier und zumindest wenn ich hier stehe und mir so die Gegend angucke, es ist wesentlich schärfer. Es ist grafisch immer noch nicht so toll, wie es hätte sein können, aber es ist wesentlich schärfer jetzt. Und ja, ich will da jetzt auch gar nicht mehr so viele Worte dran verwenden. Ich soll hier draußen, glaube ich, weiterlaufen. Ich hoffe, ich denke in Zukunft jedes Mal dran, dass ich immer wieder schaue wegen den Einstellungen. Ich habe auch zusätzlich noch das Problem, dadurch, dass es mit GOG gekoppelt ist, dass es immer wieder automatisch in den englischen Modus hineinfährt, was tierisch nervig ist, weil wenn er im englischen Modus ist, kann ich es nicht auf Deutsch einstellen. Und ja, das ist doch alles andere als lustig für mich. Ja, ja, ja. Thing is, these rats are human-sized. Look just like tiger claws, too. Okay. Biggest one is a certain Taki Kenmochi. So do your fixer a solid and neutralize her ass, will ya? Deeds attached. Ja, jetzt wollte ich freundlicherweise sie erstmal ausreden lassen und dann lesen, was da drin stand, aber das darf man anscheinend nicht. Man soll anscheinend gleichzeitig zuhören, also die Untertitel lesen und gleichzeitig aber auch lesen, was da jetzt als Erklärung zugeschrieben ist. Sag mal, wie lange muss ich jetzt hier eigentlich noch laufen, Leute? Das immer wieder tun die so, als ob ich da bin. Dann steht da noch 30 Meter, dann ist man da. Und dann... Hi. Das ist mir egal. Ach so, nee, ist mir nicht egal. Moment, ich sollte erst um 18 Uhr hier sein. Oh, das ist ja doof. Kann man die Map eigentlich vergrößern? Ah, sehr schön, okay. Dann können wir jetzt hier mal ein bisschen gucken. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Sichere die Gegend. Einsatz von Gewalt. Aufträge, die nicht gleich in den Schlagzeilen auftauchen. Gefallen, einfache Aufgaben und Begegnungen. Mhm. Okay. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne mit der Hauptstory weitermachen. Muss ich jetzt hier 3 reale Stunden warten oder was heißt das jetzt? Weil da steht ja, begib dich zwischen 18 Uhr und 6 Uhr dahin. Ich beobachte mal eben die Uhr, aber die scheint ziemlich langsam zu laufen. Dementsprechend, ja, möchte ich natürlich jetzt nicht hier stundenlang warten, bis die Zeit runter ist. Das ist jetzt aber wirklich blöd. Ich meine, ich kann auch verstehen, dass die erst um 18 Uhr aufmachen. Ist noch die eine Sache. War das hier eine U-Bahn oder was? Das hat sich ja gerade schrecklich angehört. Ja, das ist noch die eine Sache, aber ich würde ehrlich gesagt gerne wissen, wie ich die Zeit dann beschleunigen könnte. Ja,
ist irgendwie, seit ich mich eingeloggt habe, nicht mehr so mein Glückstag heute. Ich würde sagen, dass ich offline jetzt mal schaue, ob man vielleicht irgendwo sich hinlegen kann oder so und dann nochmal zurückkommen kann oder die Zeit abwarten, was weiß ich. Und dass ich euch dann gleich nochmal wieder hinzuhole. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Wir haben zwar noch nicht so viel Zeit verbracht, aber ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden, um tatsächlich die Zeit quasi einfach vorzuspulen. Und zwar, wenn man I drückt, also ins Inventar geht, da gibt es hier eine Möglichkeit, um Warten zu drücken. Das habe ich mal ausprobiert. Und da kann man jetzt feststellen, wie lange man warten möchte. Das heißt, wir warten jetzt einfach mal 3 Stunden. Hallo? Okay, mit F kann ich nicht bestätigen. Ich muss so drauf drücken. Und haben die Zeit einfach vorgespult. Finde ich eine ziemlich coole Aktion, wenn man so Sachen hat wie hier, dass man sonst nicht reinkommt. Hey, Schätzchen. Sure. In I go. Hold it. House rules first. There will be severe penalties for any unauthorized recording. No drugs, no groping. Someone catch your eye? You do not grab them. You find them in the catalog, ask for a BD, and get yourself a box. I really look that green to you. Like I don't know. Mm-hmm. Door's open. Okay. Fun, doll. Welcome to Lizzie's. Yeah, hi. Hey, what a sweet little face you have. Yeah. Süßer kleiner Hintern, würde ich jetzt gerne sagen, aber du stehst von der falschen Seite hier drin. Oh. Man sollte die Tür noch öffnen, bevor man reingeht. Okay, dann suchen wir mal Evelyn. Moment, hier haben wir noch was. Ha! Haben wir hier noch andere Sachen? Hey, another round over here, Stat. So, what can a horny girl like me do for a hungry guy like you? A little vanilla and sprinkles? Or kinkier? Wax. Maybe electrosex. Zappies. Power implants. What? Nah. Here's what I want. You and your girlfriend wearing high heels, blindfolds, and big gigs. No problem. You buying or renting? Renting. How much? What? Relax. It'll go on your tab. Think I got just the thing for you, too. This one's me and Candice. You'll feel us everywhere. It's fun. So, see you on the other side. Okay, wir lassen das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Und schauen uns hier doch mal so ein bisschen um, ob wir nicht noch irgendwie was finden können. Ach, das sind so Einzelkabinen dann, oder wie? Kann ich bei euch nichts klauen? Schade. da liegt auch nichts. Nö. Okay. Gut, dann erkundigen wir uns mal nach was anderem außer Sex, nämlich hey. Nach Evelyn. Hi. Get you something. Was hast du denn für komische Augen? Aber ich glaube, die Augen hatte ich auch, als ich sie herstellen konnte. Was gibt's hier? Arbeitet Lizzie noch hier? So, curious. The name Lizzie's. That the owner? Not for a long while, no. And it's none too sweet a story. Oh, now I'm just glad interested. Mir. Real Lizzie ran a strip joint out of this place back in the day. Lizzie's Bar. Girls were paid right, insured, even had decent security. Good spot, all in all. Aber? Let me guess. It didn't last. No. Tiger Claws took care of that. Tiger beat one of Lizzie's girls real bad once. No hesitation, Lizzie blasted the guy's balls off. Gang came back the next day. Liz was done. Tigers gave this place up to the Mox in the end, though, didn't they? Sort of. The Moxes had to make a deal with them. Luckily, they kept their heads, organized quick. Big boss now is Susie Q. But the sign stayed up, out of respect. And biz booms to this day. Yeah. Looking for Evelyn Parker. Know if she's here? Who's asking? Ich bin wie. Nee, Trinkgeld sitzt bei mir nicht locker. Ich weiß ja nicht, wie viel er haben will. You gonna say something? Nö, eigentlich wollte ich was wissen und nichts sagen, aber
Name's V. She and I have a date. Well, V, it's a pleasure. I'm Mateo. Uh-huh. So, Evelyn. Club's big. Gonna have to look around. Can't do it for you. It's all right, Mateo. I was waiting for this one. Uh-huh. Hi. Evelyn Parker. V. I knew it was you as soon as you walked in. Mein Lieblingstequila, genau. Lenk mal einfach ab. Why not say hello sooner? I wanted to get a good look at you first. And? Like what you see? If I didn't, rest assured, you'd know. Come on. No place we can talk where ears won't prick up to listen. We'll be in the lounge, Mateo. Anyone asks, we're not here. Jetzt darf ich den Tequila nicht mehr trinken, oder was? Na toll. Wo ist sie denn jetzt hin? Da. Sicher, dass wir hier in der richtigen Lounge sind? Also. Achso, ich soll mich setzen. Entschuldigung. Und nu? Dex had a load to say about you. Called you professional, effective, and trustworthy. I hope he wasn't overselling. Nicht lange zusammengearbeitet. Dir ist egal, was Dex denkt. Ich bin die Beste. Kommen wir gleich zur Sache. I'm good at what I do. Got a solid crew at my back, too. Never once botched a job. You do realize I expect more of you than scraping street corner data terms. Much, much more. I'm the best, and I know what I'm getting into. Dex was clear. The job's high risk. By the way, you work together long? You and Dex? Let's talk biz. I mean, it's nice, but I didn't come here to get my ego stroked. No, you're here to gain some knowledge. The life-changing kind. Well, now you got me all excited. Your target. I trust you know what it is. Relic. Secure your soul trinket. Key tech in the program, actually. We're tangling with Arasaka. Making this heist one dangerous, risky motherfucker. Mm-hmm. Arasaka's poured billions into personality transfer technology. But me, I just want the data on this one. The chip is tucked away inside Compeki Plaza, the hotel. You ever been? You know, just never rolled through that neighborhood. Damn shame. The fresh they serve is sinfully good. Chef must have made a deal with the devil. So where's this chip hiding, exactly? In a suite on the top floor. The room's occupied by Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? He's in town? Don't you read the scream sheets? The media couldn't get enough of Yori coming to Night City. It was all over the headlines. Anyway, he's heir apparent to the Arasaka Empire. Saburo Arasaka's only surviving son. What, so Arasaka Jr.'s planning to grab the reins while in Night City? Only a handful of people in Night City know what the Arasaka's real plans are. Telling me you're one of them? Nicht gerade die beste Antwort hier. Look, if you've got any spare aces up your sleeve, now's the time to show them. Now this should make your tits perk up. Yorinobu recently swiped the chip from an Arasaka laboratory. He's made a deal with Netwatch, aims to sell it to them. Have you spotted my ace yet, or do I need to spell things out? Okay. Fine. So no Arasaka security on the device, because Yorinobu whisked it away in secret. Now, where's he hiding it? Likely in a specialized container. One that mimics an organic neural environment.
On the outside, it looks like an ordinary briefcase. And the case is? You'll see for yourself soon enough. Provided we're done gossiping about the Arasakas. Okay. What else do you know about Yorinobu? Quite a bit, actually. He studied finance and biotech in Tokyo. Probably didn't have a choice in the matter, come to think of it. Saburo was grooming him to be his successor. But then Yorinobu vanished to chase his own dreams. Cut himself off from the corp for years. Long story short, though the black sheep returned, the bitter taste remained. But that's only one side of him. There's another. An intelligent man who has always walked his own path, and so has his own designs on the corp. Seems to be risking everything with this relic scam. Yes, because he's fallen for the biggest lie this town puts forward. That he can gain and retain control of anything. Tja, wir fragen mal einfach, ne? One more thing. Data that's on the chip. What is it? Irrelevant, entirely. Ja, das We're talking about data Yorinobu snuck out of Arasaka. What's more, he wants to pass it on to Netwatch. Sounds pretty damn relevant to me. Listen, V. The relic. That's my concern. Your concern? Earning a paycheck. Just get the job done. I'll make sure your bank accounts are sated. Ja, dachte ich mir schon, dass sie so abweisend sein wird. Okay. What's next? Now comes the best part. Follow me. Got something for you. Should help you plan. Brain dance from Compeki Plaza. How's a brain dance supposed to help? Need facts, not thrills. Think BDs are only good for fondling virtual tits, jacking off to in those boxes? Would you like anything else? No. It can be a very useful tool. Good for analyzing details, human perception, even boosted, doesn't grasp exactly what you need. No. So what's on the tape? Yorinobu's suite, the glorious interior. You'll need to locate the relic yourself. Hope I grabbed enough detail to make that possible. Hold up. Mean to say you recorded this? Mm-hmm. BD rec implant. Why, you object? Supposed to be Yorinobu's pad on the tape. Means you were inside. You, know each other? How else could I get all this intel? I know him pretty well, actually. We have an arrangement. Strictly business. Suits us both, I think. Let's see this brain dance. Judy'll help. She's a Mox, too. Besides, we go back, years. Uh-huh. V, this is important. Judy's always been there for me. Always helped out. I trust her. But she's a Mox, not the latest member of your crew. Try not to forget. So you'll be a good girl, tread lightly, and keep that tongue on a leash. Relax. Believe it or not, I'm no stranger to tact. In biz or life. Hoch, da sind ja Menschen im Raum. This is V. She's here for that BD role. And V, this is Judy. Best brain dance editor I know. Enough already. Gonna make me barf. Sensory SIG amps, acoustic and emotive wave monitors. Oh, top shelf hardware. Yeah, most of it's customized. Only thing factory are the casings. Mod all this yourself? What do you think? Expression translator. Fuyutsuki, right? Thought the matrices on that series were fucked up. They were, but swapping out matrices is simple. And this was the only model that'd support additional scanware. Alright, alright. Compiled your BDF. What do you think? Will it do? Still pretty raw. But yeah, ought to do. Mm-hmm. V needs to get deep inside. That's most important. So, let's calibrate. Tune it to her. Oh no. Believe me, I've dealt with worse. Should see the jig-jig street porn we gotta contend with sometimes.
So, we drop V inside? Let her look, let her rummage around, right? How about it, V? Raw brain dance. Ever taken a dip before? Think I can handle it. Let's just do this. Righto. Sit down, settle in, and we'll get you going. Okay, es macht mir jetzt ein bisschen Angst, aber okay. Gotta create your sensory profile first. Dann profilier mich mal, genau. Okay, hit me. Just promise me it won't hurt. It won't. Not this time. Now sit still, look at me. Gonna run the analysis soft. Should feel a slight tingling. Mm-hmm. Okay, now let's set the optics and other sensory sigs. Look smack into these two screens. Pretend it's an eye exam. Welche? Ich sehe da mehrere. One more sec. Need to get the pain receptor limiters in. Okay. All set. I need to test your profile first. Tossing in a sample BD. You can use it to get to know the editor. Now let me see. Where could we... Can't you just use my recording? Why are we wasting time? So we don't risk our necks. Size won't take a sec. Got something here. Should be perfect. Okay. Boot it up. Mm-hmm. Let me give you the tailored version first. Let you get your bearings. Then we'll jump into editing mode. Be diving in 3, 2, 1. Ich hasse es. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down, everybody! On the ground! What I see you kissing the flooring! Money! Now! Or I will fucking drop you, I swear to God! Whoa! Yeah! Hey! Now! Before I blow your fucking head off! Ah! Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. Okay. A flash of intense shock. I can still feel it. I remember. Fuck. That last second. Could warn me how much it hurts to die. Trust me, real death hurts much, much more. Not so sure about that. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. I'll sever the link to the BD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So, analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Okay. Bin ich jetzt schon im Scan-Modus? Nee. Also setze die Aufnahme fort und sieh dir die Szene. Achso, mit Space, okay. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. Dream as hell, right?
Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind, roll it back to the top. Okay, spüle zum Anfang zurück. All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing. Odd. Don't get creative. You go in. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat, the gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Okay, Hinweise im Brain Dances finden. Ein Hinweis lässt sich nur in den Momenten scannen, in denen die aufgezeichnete Person ihn wahrnehmen konnte. Okay. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BB to the Waffe entdeckst, okay. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline. Let's go. Okay, right here. Genau. So, auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen kannst. Der Hinweis wird in diesen Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Okay. Kann ich die denn normal? Achso, okay. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the sources of the recorded sensory signals, switch to the audio layer in the editor. Go ahead and try that now. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Choose one and hone in on it. Okay, fuck! On you go! Ah, little shitheads! Go restock. I'll take the register. How about you suck a bag of dicks, eh? So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like it was happening right next to me. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. So. Yeah, everybody. That's like the limits of the reality recorded by the BD roller. The editor won't let you outside it. Make sense? To the ground. You want to see you kissing the flooring. Sometimes you can analyze extra layers in the raw stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kuroshi optics that grab infrared. Meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Now let's wait till the guy punches out the gonk at the counter. Money! Scanning works on peeps, too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Ja, würde ich gerne. Will aber irgendwie nicht. Ach so, ich kann näher rankommen. Ah, Moment. All right, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Now, or I will fucking drop you, I swear to God! Whoa, yeah, hey, now, before I blow your fucking head off! See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. Moment. Ich soll zurückspulen?
Bis ein Überwachungsschirm zu sehen ist. Wie jetzt Überwachungsschirm? Fehlfunktion. His own Chumba shot him. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a premium for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Okay. Ist auf jeden Fall mal interessant. Ich kann mir bestimmt die Hälfte sowieso nicht merken, aber ist auf jeden Fall mal interessant. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. Anyway, you ready to do this? Look at your wreck? I don't know. Let's take a break. Still feel like that kid when... Yeah, think I'm done. V, there's no time. Get it together, please. Okay. Go ahead. Just need T-Buck to link in. Whoa, who? Runner for my crew, security specialist. She'll tell me what to look for while we analyze. No problem, I hope. Actually, it is a problem. Not what we agreed, Ev. Judy, T-Bug's a professional, discreet to a fault. You can trust her. Why? Because you say so? Please, Judy. I'd never expose you to any danger. You know that. Okay, V. Call T-Bug and we'll die.